Hey, im letzten Video hat der größte Teil für das Sternbild Cassiopeia abgestimmt. Und hier ist auch schon das Video dafür. Darum jetzt viel Spaß. Das Sternbild Cassiopeia gehört mit zu den bekanntesten Sternbildern. Wobei es längst nicht alle kennen. Das Sternbild ist zirkumpolar. Das heißt, dass es die ganze Zeit am Himmel zu sehen wäre und die Sterne nie hinter dem Horizont verschwinden, wenn uns dann nicht die Sonne einen Strich durch die Rechnung machen würde. Aber wie findest du dieses Sternbild? Es ist eigentlich recht simpel, wenn du weißt, wonach du Ausschau halten musst. Das Sternzeichen zeigt eine Anordnung von 5 Sternen, die an den Buchstaben W erinnern. Daher wird es auch im Allgemeinen das Himmelsweh genannt. Du kannst natürlich willkürlich danach suchen. Aber du kannst auch einfach eine Linie vom großen Wagen durch den Polarstern ziehen und somit Cassiopeia finden. Mit einer stolzen Königin auf einem Thron hat sie aber doch wirklich keinerlei Ähnlichkeit. Warum soll sie das dann darstellen? Das Sternbild wurde von den antiken griechischen Astronomen zur Erinnerung an die sagenhafte Königin Cassiopeia geschaffen. Sie war die sehr eitle Frau von König Cepheus und ihre einzige Tochter war die schöne Andromeda. Aber Cassiopeia war eine narzisstische Angeberin und sie behauptete immer, dass sie die Schönste sei. Durch diese Behauptung zog Cassiopeia den Zorn der Nereiden auf sich, weil deren Töchter als die Schönsten galten. Sie haben daher Poseidon beauftragt, sich an ihr zu rächen. Deshalb hat er das Seeungeheuer Zethus zu Cassiopeia geschickt, das in ihrem Königreich viel Angst und Schrecken verbreitet hat. Damit Poseidon das Monster abzieht, sollte Andromeda, die Tochter Cassiopeias, geopfert werden. Deshalb wurde sie an einen Stein gekettet, damit das Monster sie fressen konnte. Aber letzten Endes wurde sie von Perseus gerettet, der dann auch noch das Seeungeheuer erschlagen hat. Na, wer hat sich das nur wieder ausgedacht? Naja, die Sagengestalten wurden dann zur Erinnerung am Nachthimmel verewigt. Und dort kann man sie auch heute noch bestaunen. Der hellste Stern des Sternbildes ist Schedir mit 2,2 Meg. Dieser ist ein roter Riese in etwa 200 Lichtjahren Entfernung und bildet die rechte Spitze des Himmelswehs. Das glitzernde Band der Milchstraße geht mitten durch Cassiopeia, wodurch dahinter ein wunderschöner Sternteppich entsteht. Am besten zu beobachten ist Cassiopeia im Herbst, weil sie dann am höchsten am Himmel steht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer mega freuen. Vergesst nicht abzustimmen, welches das nächste Sternbild sein soll. Und hier geht es noch zum letzten Sternzeichen erklärt Video. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.